Nach 2 Tagen Digital Touch lässt sich ein positives Gesamtfazit ziehen. Wir haben 1500 Teilnehmer in der Veranstaltung begrüßen dürfen. Wir haben insgesamt 600 Kongressteilnehmer gehabt. Ein extrem hochwertiger Kongress und zum ersten Mal gemeinsam stattgefunden die Veranstaltungen Be Connected und Voice in IT. Mir gefällt an der Digital Touch die Kombination zwischen Ausstellung und Kongress. Das heißt, die Themen nehmen aufeinander Bezug und leuchten im Prinzip ganz spannende, moderne Themen von zwei Seiten aus. Hat mir sehr gut gefallen. Ich als Initiator des Medienmittwochs freue mich sehr, die Digital Touch, die ja noch eine junge Pflanze ist, jetzt zum zweiten Mal stattfindet, hier zu unterstützen, den Medienstandort Frankfurt-Rhein-Main auch damit zu betonen, im Rahmen der Woche der Kommunikation. Indem wir dann heute Nachmittag eine Podiumsdiskussion machen, wo wir auch das gesamte Thema Mobile, wo stehen wir da gerade, was hat das für eine Bedeutung fürs Geschäft und für die Markenkommunikation hinterfragen werden. Ich denke mir, das Messekonzept an sich ist wichtig, dass der Kunde verschiedene Schichten hat, über die er sich informieren kann und dann über Vorträge, aber auch gleich praktisch am Stand ergänzt, das Gesamtportfolio sehen kann. Ich habe mich über das Themenspektrum gefreut. Es sind die verschiedenen Themen, die aktuell in der Diskussion in den digitalen Branchen sind, hier aufs Trapez geführt. Und ich freue mich auf die Interaktion mit nicht nur Ausstellern, sondern auch mit den anderen Konferenzteilnehmern. Ich glaube, es ist immer wieder spannend, hier zu sein und eben einen Überblick über neue Technologien zu bekommen, über neue Anwendungen, wie ich letztendlich Prozesse gegenüber Kunden effizienter, bequemer, schneller machen kann. Das Thema der Messe ist goldrichtig. Voice und IP, es ist das Thema. Wir haben es vorhin auch in der Unified Communications Diskussion hier sehr schön gesehen. Die Arbeitsplätze werden sich nicht nur von der Infrastruktur her ändern, sie werden sich auch von den Anwendungen her ändern. Der Zukunftspreis Kommunikation ist ein bundesweiter Studentenwettbewerb, der fachbereichsübergreifend Kommunikation und neue Möglichkeiten in der Zukunft zeigen soll. Was mir sowohl letztes Jahr als auch dieses Jahr besonders gut gefallen hat, war die Beteiligung von Hochschulen, auch im Ausstellungsbereich und natürlich das Networking, das auf dieser Konferenz sehr, sehr gut funktioniert. The conference and the fair itself has a lot of very exciting vendors who are talking about the way that you can collect voice of customer, the way you can deal with customer issues. I saw some social media boost down there too. So it's going to be important to look around to see what some of the new ideas are. Wir haben den Anfang gemacht, es war erfolgreich und wir werden die Veranstaltung weiterentwickeln.